Hallo und herzlich willkommen zu Folge 33. Ja, was ist in der letzten Folge eigentlich alles passiert? Lass mal kurz überlegen. Also, jene mir fielen im Attentat zum Opfer. Tack, der mutmaßliche Täter ist durch den Teleport verschwunden und der Einzige, der uns helfen kann, endet bald als Fleischwanzen-Ragout, wenn er weiter ins Feuer läuft. Man hängt jetzt irgendwie da drin fest, der Verrotas. Nicht, dass er da drin jetzt hängen bleibt oder so. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall. Ja. Ferodas ist jetzt in eine Fleischwanze verwandelt worden. Und wir müssen Sonnenaloe finden. Und der einzige soll ein Einzelner am Fluss haben. Und den haben wir eigentlich schon getroffen, wenn das der Fluss ist, den ich jetzt im Kopf habe. Eigentlich wollte ich in die Mine. Was wir auch tun könnten, übrigens mal nebenbei erwähnt. Torgens Rohstall abgeben. Denke ich mal. Oder sollen wir erst. Wir sollten ja so oder so was in der. Ich gehe, glaube ich, erst mal an den Fluss. So, war das jetzt der Fluss, bei dem wir schon waren? Oder sollen wir hier links rein? Ich will mal wissen, was eigentlich hinter den Banditen kommt. Denn weiter sind wir ja bis dahin noch gar nicht gelaufen. Also in die Richtung. Ich jetzt gerade überhaupt richtig oder mache ich irgendeinen Blödsinn? Ne, ich laufe oberhalb. Warum auch immer. Auch weil es da richtig schräg runter geht. Und ich würde gerne wissen, wo es da vorne endet. Für uns. Denn ich. Ja. Ich würde gerne wissen, wo es da vorne nämlich hingeht. Denn weiter als hier waren wir nicht. Und vielleicht schließt sich ja der Kreis und wir kommen dann wieder zu dem Fluss. Denn die Palisaden scheinen ja rundrum zu gehen, also um den Innos-Belia-Tempel. Und da hinten treffen wir auch einen Beißer. Der gleich angerannt kommt. Und dafür erstmal ein paar kassiert. Na, was komm her, kriegst aufs Maul. Und weg damit. Nichtsdestotrotz müssen wir hier vorsichtig bleiben. Die Palisaden sind meiner Schätzung nach einmal um die Tempelanlage rum. Wird uns dann in vielleicht nicht, ich weiß nicht, entweder Ende dieses Kapitel oder vielleicht das nächste Kapitel noch irgendwie. Dann ist noch ein Beißer. Wird es dann irgendwie wichtig sein. Wo ich hinlaufe? Gute Frage, weiß ich selbst nicht. Aber da hinten ist die Brücke wieder. Das heißt, hier schließt sich wirklich der Kreis. Sieh mal einer an. Ja, ich wohl wieder recht. Ja, nee, war ja nur eine Vermutung, die bestätigt wurde. So. Na, dann kommt der nächste Sportsfreund. Ich hoffe, es ist auch nur einer. Mal die Klappe, zack, zack, zack. Also, du musst einfach durchgehend knüppeln, du darfst gar nicht auf Halbmast, du musst volles Karacho auf die Beißer zu hämmern. Ach ja, da waren ja Ork-Krieger, stimmt. Ach du Heilige. Hatte ich ja fast vergessen. Wir haben zwei Eisblock, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, wir laufen einfach oben rum. Oder? Das ist doch, glaube ich, das Einfachste. Hab doch keine Ahnung, ob das ein Weg sein soll. Gerade weil diese Sträucher hier uns nicht vorbeilassen. Aber man kann sich trotzdem drüber mogeln. Hehehe. So. Notfalls laufen wir halt wieder einmal drauf, ganz außenrum zurück, aber. Solange das irgendwie funktioniert. Das ist halt diese Frage, wie kommen wir hier sicher runter, ne? Hab jetzt auch keinen Bock, zu den Orks zu rennen. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier gar nicht sicher runter.
der Speichervorgang komisch lange, naja. So, da unten sind die Orks. Und ich hätte, glaube ich, ganz zivilisiert außen rumlaufen sollen. So wie es jeder normale Mensch getan hätte. Denn so sterbe ich nur. Huch, nein, verlassen will ich es nicht. Dann müssen wir wohl außen rum. Die Alternative wäre halt, wir legen uns mit den Orks an, aber das ist einfach nur lebensmüde. Kommen wir eigentlich auf die. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Noch eine Idee habe ich. Noch eine Idee habe ich. Eine Idee bleibt. Ach komm, da kann man doch locker hochlaufen. Sehe ich doch. Da muss man doch hochkommen. Okay. Tun wir hier irgendwie runter. Komm hier runter sliden. Oh ja, oh ja. Okay. Das sieht ein bisschen dämlich aus. Dauert auch vor allem saulange. Jetzt habe ich natürlich wieder genau die Ecke rausgesucht, in der man so rumhängt. Jetzt geht es ein bisschen voran. Na los. Das sollte eigentlich schneller vonstatten gehen. Nur so nebenbei. Ich kann jetzt auch nicht K drücken, weil sonst fliegt der richtig auf die Fresse und stirbt. Wenn ich jetzt wenigstens schon mal schaffe, einigermaßen sinngemäß hier runterzukommen, dann ist das ja schon mal ganz schön was wert. So, hey, wir haben es geschafft. Und zwar ganz ohne Hilfsmittel. Und da vorne haben wir dann auch gleich unseren Freund, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ah, jetzt kann es natürlich sein, entweder sind die Lurker wieder da, oder die werden auch für Kapitel 2 bestimmt. Kann ich mir sogar vorstellen, oder eigentlich sollten wir hier noch gar nicht hin. So, komm her, du Scheißweh, weg mit dir. Wie gesagt, da oben sind halt direkt die Orks. Und ich überlege gerade, ob wir irgendwas haben, um die zu besiegen. Das sind, glaube ich, zwei Ork-Krieger. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, von hier aus sieht man nicht. Gerade weil momentan noch die Sichtweite wieder so gering ist. Übrigens kein Schimmer, woran das liegt, ne? Dass das manchmal hoch ist und manchmal weniger. Also die Sichtweite. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Haufen Scavenger haben. Knüppeln können. Gegen 5 auf einmal werde ich dann trotzdem nicht machen. Das wäre mir auch ein bisschen zu riskant. Aber die machen uns relativ wenig Schaden. Also nichts zu holen. Wir könnten sogar versuchen. Warte, wir machen es einfach sicher. Jetzt hör auf, da hinten rum zu schreien. Komm her. Nichts zu holen. Und am Ende renne ich da in die 3 rein, krieg keinen Crit mehr raus und dann haben wir den Salat. Da spreche ich einfach mal ab und. Ja, komm, wir machen es mal, komm. Ja, okay, die machen uns relativ wenig Schaden, auch jetzt, so langsam. Also. Nichts zu plündern. No, der Scavenger ist drin, kann man auf jeden Fall machen. So, wir können auch. Ja, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Laufen wir den ganzen Weg zurück und können eventuell noch ein paar Viecher killen. Um ein bisschen EP zu sammeln. Also, so dumm war das jetzt gar nicht. Hier einmal drumherum zu gehen. Ansonsten wäre es natürlich so, dass wir den Weg zweimal gelaufen wären. Das zweite Mal wäre es natürlich langweilig gewesen. Weil wir dann da nichts mehr zu töten hätten. Aber so war es doch schon gut gewählt. Hallo, Typ. Ja, ich suche eine bestimmte Pflanze. Ein Feuermagier hat sie dir vor ein paar Tagen gegeben. Richtig, ich erinnere mich. Aber
Ist ja auch nicht so schwierig, so viele Gäste habe ich ja hier nicht. Ja, sehe diese Pflanze noch? Der Magier steckt in Schwierigkeiten und nur diese eine besondere Pflanze kann ihm das Leben retten. Wusste ich's doch. Hab mir gleich gedacht, dass diese eine besondere Pflanze ist. Noch nie habe ich etwas Ähnliches gesehen. Daher habe ich sie auch nicht weggeworfen, sondern für mich behalten. Die ist bestimmt eine Menge wert. Das Leben dieses Magiers ist aber mehr wert. Also wie viel Gold soll ich dir locker machen? Naja, du hast meinen Schlüssel gefunden und die Blöcke hast du auch beseitigt. Das Leben eines Menschen steht auf dem Spiel, wie du sagst. Absolut richtig. Also schön, eine Hand wäscht die andere, du kannst sie haben. Das war jetzt auch schon. Nein, ich will nicht zwei Hand, aber du kannst natürlich nicht anders. Da die Dialogoption Ende fehlt. Auf der anderen Seite können wir jetzt, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen nach Gegnern suchen. Deswegen ich ganz kurz sein Bett missbrauchen werde. Und bis zum nächsten Morgen pennen. Ja, weil das bisschen Leben, das können wir uns dann, also die Tränke können wir uns dann trotzdem sparen, ne? Sehe ich gar nicht ein, die Idee zu verplempern. So, die Frage, spawnen die hier neu? Die Gegner? Es scheint nicht so. Wäre aber auch witzlos. Denn wie ihr eben ja selbst gehört habt, die Lurker sind ja Quest-Gegner, ja. Deswegen wäre es auch total sinnlos, die neu zu spawnen. Denn wir haben ja die Quest im ersten Kapitel schon erledigt, aber sie ist eigentlich fürs zweite Kapitel angesetzt. Aber unsere Neugier, oder meine Neugier, hat das natürlich dann zunichte gemacht. Warum sind die Dämonenlords, ne? Die feiern da gerade und hier unten ist wie gesagt nichts mehr. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Dann latschen wir den Weg zivilisiert zurück. Mal gespannt, was uns auf dem Weg alles so entgegenkommt. Übrigens, was mich immer noch interessiert, ist, wo die anderen Lieferungen sind, weil es sind ja mehr. Es sind ja mehr. Und das lässt mich irgendwie nicht los. Habe ich irgendwas vergessen, mir anzuschauen? Weil im Prinzip waren wir schon relativ gründlich, was die ganze Map hier angeht. Da war ja quasi der letzte Schliff heute, herauszufinden, dass das wirklich einmal im Kreis geht, wenn wir da hinten rumlaufen. An den Orks kommen wir so noch nicht vorbei. Das ist dann auch wahrscheinlich der Weg hinein in die Endstage, wenn man so will. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Belia Innos Gedöns Tempel dann auch der Händler sein wird. Also der wird sich da drin verbergen, der hier die Leute manipuliert. Es wird sich herausstellen, dass es eben Schwarzer Magier ist oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Da sind nur Wölfe und da hinten sind, wie gesagt, die Orks. Ja, komm doch her. Ich glaube, es ist aber nur einer. Ich habe halt eher Bedenken, dass wir keinen Schaden machen, ne, wenn wir uns dem gegenüberstellen. Weil wir können dann natürlich mit Eisblock einfrieren, so ist es nicht, aber... Dann haben wir 20 Sekunden, ne? Oh, da schippern gerade die Kritischen aber gut raus. Er leckt mich im Arsch. Zwei Wölfe, zwei One-Hits. Das gefällt mir doch. So, dann haben wir da hinten noch Keiler. Wie jeder weiß, Keiler sind Rudeltiere. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß das gerade gar nicht. Wie ist denn das bei Wildschweinen? Die latschen doch eher in Familien rum und nicht in Rudeln. Also Herd ist auch der falsche Ausdruck dazu. Das ist es auch nicht. Bei Keiler sind doch eher so einzeln anzutreffen und Wildschwein Mütter eben mit den Kindern. Ja, wie gesagt, so gut kenne ich mich da auch nicht aus. So, jetzt sind wir mehr oder weniger schon wieder da vorne. Da
Können aber noch ein paar Gegner sein. Vorne links geht es ja zur Brücke. Jetzt ist nur die Frage, ob hier auch noch was nachgespawnt ist an Gegnern. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Doch, schwarze Goblins sind da hinten. Und Scavenger. Zumindest einen. Dahin sind noch mehr. Perfekt. Also wir können noch ein bisschen EP sammeln. Und da hinten sind drei schwarze Goblins. Aber das sind ja immerhin keine... Ah, wobei, die haben uns auch schon gut eingeschenkt. Ich habe die gerade verwechselt mit den Goblin-Kriegern. Die ist natürlich noch eine Nummer stärker. Schwarzen Goblins hätten wir auch schon Probleme. Und zwar da oben in dieser seltsamen Wohnhöhle, wo diese Bibliothek davor ist. Da haben wir ja auch schon auf den Deckel bekommen. Würde mich auch wundern, was sich da drin noch verbirgt. Ja, eine Chance von 50%, ich sehe es. Ist das dein Ernst? Danke. Oh, da mach ich schon ein Level ab. Da ist nichts zu holen. Level 9. Ich überlege gerade, wie viel wir auf Einhand gehen sollten, ab wann wir auf Stärke skillen sollten. Ein bisschen Stärke wäre jetzt schon nicht schlecht. Ich will das edle Langschwert. Mir wurde übrigens geschrieben, ich kann mir auch das normale edle Schwert holen als Zwischenlösung, aber ich will es mal so versuchen. Noch haben wir keine Probleme. Und noch, ja, wobei ich hasse die Waffe schon, also die Waffe ist halt so kurz, das ist halt für die Reichweite scheiße. Aber das kriegen wir schon hin. So, schwarze Goblins. Und danach probieren wir nochmal den Ork. Wenn es nur einer ist, ich dachte erst, es wären zwei, aber es könnte auch nur einer sein. Jetzt scheppern die Krits raus. Gut, dass die keine Probleme mehr für uns darstellen. Nichts zu holen. Die kleinen Drecksviecher hier. So, gucken wir mal, wie wir uns da eigentlich vorwagen dürfen, bis der erste Dämonenlord sauer wird. Da sind Goblin-Krieger. Die könnte man sich sogar noch vornehmen, aber... Ich habe halt jetzt keinen Bock auf den. Auf das Schwergewicht dahinter. Denn Dämonenlord haut uns mit Sicherheit aufs Maul. Da hilft auch kein Eisblock mehr. So, gehen wir mal den Weg entlang. Ganz viel K drücken. Und Eisblock auswählen und mal schauen. So, ein Aloe Pfefferrohr, das haben wir dabei. Das mache ich eigentlich hier unten. Da haben wir sogar schon ausgewählt. Eisblock ist 6. So, das wird jetzt ein Spaß. Es sind 2. So ein... Es sind 3. Ja, okay, tschüss. Also gut, also... Denkst du aus der Entfernung, es könnte sich um einen handeln. Oh, da sind 2 da. Ups, das sind 3. Was? Ist da hinten da noch ein ganzes Lager oder so? Sind da vielleicht noch 500? Ersatzgarnison oder sowas? Machen wir mal in der Mitte den Berg hoch. Also ein Hügelberg ist das nicht. Können wir eigentlich hier direkt querfeld einlaufen. Hier haben wir ja alles erledigt an Scavengern. Könnte natürlich kurz auch nochmal Halt machen im Dorf und ein bisschen Stärke dazu lernen. Könnte man. Werden wir auch. Ich überlege halt auch noch, wann wir am besten beginnen sollten. Ich muss jetzt mal alles ablegen. Wir haben 36 Stärke, mal so. Glaube ich zumindest, da haben wir noch irgendwas, was uns Stärke dazu bringt. Nee, ne? Nee. Aber
Amuletterstärke war auch nicht schlecht. Gucken wir mal, ob wir es noch billiger kriegen. Ich glaube aber nicht, ne? Ja, kostet schon doppelt. Komm, wie? Ah, ja, ich weiß, ich weiß. Schon okay. Hätte man es eigentlich auch anbehalten können, die ganze Kacke hier. Wir haben 53 Stärke. Edel Langschwert braucht 70. 70, glaube ich, ja. 70 und 80 Damage macht's. Mit einem Einhandbonus von 6. Der immer 56, das ist echt nicht schlecht. Das, auf das Schwert müssen wir wirklich spielen. Was man so rum erzählt. Wir werden jetzt auch eine Runde beten. Das heißt, wir kriegen da noch 4 dazu. Dann kriegen wir hier noch 3 dazu. Hier noch 2 und hier nochmal 3. Das sind wir da schon bei 60. Amulett der Kraft bräuchten wir noch. Oder Amulett der Stärke oder wie es auch immer heißen mag. Wie viel Leben haben wir eigentlich momentan? 200, okay. Dann beten wir nochmal, da war der Umweg hier doch ganz gut eigentlich. Könnte ja gut sein, dass er uns erstmal Geschicklichkeit reinscheppert. An diesem Tag, wie viel Geld haben wir eigentlich? Okay, ja, wir haben. Geld geht momentan schon. Das geht schon. Ja, zu weit entfernt. Lauf halt hin, mein Freund. Ja, wir kriegen Geschicklichkeit. Man kriegt es immer abwechselnd. Geschicklichkeit geben wir übrigens gar nicht. Also wirklich gar nicht. Dann lauf mal zurück. Weil ich gerade sehe, das machen wir ein bisschen in der nächsten Folge. Die Folge ist nämlich rum, da ist in der nächsten Folge. Ja, laufen wir zurück. Geben Ferro das sein Heilmittel, werden dann in der Mine hoffentlich noch ein paar Quests los und finden auch das Heilmittel für jene mir. In diesem Sinne haben wir heute in der Folge mehr oder weniger halt gut was leveln können. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.